So, dritter, letzter Teil, Aufstellung, voraussichtliche Aufstellung, erster Spieltag, relevant für alle Manager unter euch, egal ob Kicker, Kickbase oder Communio oder was es auch sonst noch so gibt. Genau, vielleicht auch für Fans interessant. Bitte korrigiert mich, wenn ich Namen der Spieler falsch ausspreche. Ihr habt da einfach bessere Einblicke in die Vereine direkt als ich. Ich lerne da gerne dazu. Wenn ihr tagesaktuelle Informationen wollt von mir, abonniert meinen Mr.Bundesliga-Kanal auf Instagram. Genau, da werde ich kleine Stories machen, sobald eine Verletzung draußen ist, sobald klar ist, einer rutscht aus der Startelf raus. Oder genau, sonstige Veränderungen gibt. So, die Videos werden immer wieder zu lang. Ich weiß nicht warum. Ich rede zu gerne und zu viel und zu schnell. Steige jetzt mit dem absoluten Topspiel ein. Borussia Dortmund spielt zu Hause gegen Bayern 04 Leverkusen Samstagabend 18:30 Uhr. Ich freue mich unendlich darauf. Spiel wird auf jeden Fall von mir geschaut. So, das ist die voraussichtliche Aufstellung. Klar, Gregor Kobel ist gesetzt, Nico Schleuderbeck auch. Niklas Süle hat sich leider Gottes verletzt. Das hängt ihm auch so ein bisschen nach, dem guten Mann, wie ich finde. Mats Hummels, der alte Herr, wird sich nochmal genehmigen und die Jungen da hinten ersetzen oder unterstützen, neben Nico Schleuderbeck auf der rechten Seite. Ja, bin mal gespannt, wer die Tempovorstöße dann macht oder die Spieleröffnung, wenn Schleuderbeck und Hummels zusammen auf dem Platz stehen. Bin ich mal gespannt. Genau, Guerrero wird über links kommen, Meunier wird noch über rechts kommen. Morey, mal gucken, ob der vielleicht da irgendwann in die Bresche springen kann. Defensive Mittelfeld, Jude Bellingham, was ein Spieler einfach. 5,5 Millionen für den Kicker, aber Alter, ich weiß nicht, ist der 19 noch? Unfassbarer Spieler. Wird auf jeden Fall gesetzt sein. Daneben rechne ich mit Dahoud, der unter Terzic einfach, ja, das scheint zu laufen, finde ich, bei den beiden. Emre Can könnte da auch noch kommen. Oder Özcan, der aber, glaube ich, noch nicht wirklich geheilt ist von seinen Muskelbeschwerden. Könnte aber im Kader Platz bekommen, dann vielleicht auch eingewechselt werden. Derzeit würde ich die Aufstellung auf jeden Fall so sehen. Genau, Reus in der Mitte, das ist klar, hinter der Spitze. Und dann wird es meiner Meinung nach wahnsinnig kompliziert. Dortmund hat für mich derzeit keinen Mittelstürmer, der eigentlich den Ansprüchen als Starteinsatz auch gegen einen Verein wie Leverkusen gesetzt ist. Also mit Moukoko ja, bin ich noch nicht glücklich, ist glaube ich ganz Dortmund noch nicht glücklich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ein richtig guter Spieler kommt, der Haller ersetzen kann, bis dieser hoffentlich gesund und bei genau den Kräften und Fähigkeiten wieder zurückkommt. Ja, bis das soweit ist, braucht es da aber einen Stürmer, der meiner Meinung nach Moukoko eigentlich nicht sein kann. Aber eigentlich auch kein anderer. Also weder sehe ich Malen da drinnen, noch sehe ich Adeyemi da drinnen, noch sehe ich irgendwie einen Brand da, noch sehe ich einen Hazard da. Klar, was man natürlich machen könnte, wäre Moukoko raus, Malen reinsetzen, Adeyemi reinsetzen, dann das Ganze zu kompensieren mit Brand oder Hazard. Aber ich sehe das alles nicht als die Qualität oder den Qualitätsanspruch, den die Borussia aus Dortmund eigentlich für sich hat. Deswegen bleibe ich erstmal dabei. Terzic ist, glaube ich, auch nicht der experimentierfreudigste Trainer. Ich tippe mal, Moukoko gibt so lange den Platzhalter, bis ein neuer Stürmer gefunden ist und so lange wird dieses System eingespielt. Genau, erster Einwechselspieler wahrscheinlich dann Hazard. Brandt hat es, glaube ich, unter Terzic nicht so einfach. Genau, ganz anderes vielleicht als Bino Gittens. Das könnte noch richtig spannend werden, richtig spannender Spieler. Für 1,7 Millionen vielleicht auch was für deinen Manager. Genau, so sehe ich erstmal die Aufstellung auf jeden Fall der Dortmunder. Gehen wir mal rüber zu Bayern 04 Leverkusen. Da haben wir die Leverkusener. Huiuiui. Was ein Hühnerhaufen im Pokal. So, Radetzky ist gesetzt. Und dann muss Tah einfach in diese Elf, meiner Meinung nach, rein. Ja, Kosunu war mal nix, würde ich sagen. Frimpong wird auf rechts bleiben. Ich tippe, dass Tapsoba bleiben darf. Und Bakker wird ersetzt durch Hinkapje. Zumindest noch ein Linksfuß oder der Linksfuß, der ja, versuchen sollte, die linke Seite A zuzumachen und B auch mit nach vorne geht. Vorne das Stichwort für den restlichen Teil der Mannschaft. Andrich auf jeden Fall gesetzt, bleibt auch gesetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass Kerem Demirbay rausfliegt aus der Elf, ersetzt wird durch Palacios. Und dann wird es spannend, meiner Meinung nach. Ja, Seoane hat, warum auch immer, Lojek von der Linksaußenseite in die Mitte gezogen für Azmoun. Ja, habe ich nicht ganz verstanden, vielleicht um Paulinho bringen zu können. Für mich war Azmoun eigentlich der
beste Offensivspieler im Pokal. Ich rechne damit, dass Diaby bleibt auf der rechten Seite. Man könnte natürlich auch Diaby irgendwie auf links ziehen, Bellarabi reinholen. Macht aber für mich keinen Sinn. Ich glaube, Diaby bleibt auf der rechten Seite. Ich tippe Paulinho, der, glaube ich, mit dem Cap hier die linke Seite bespielen könnte. Lojek wird eingewechselt, Bellarabi wird eingewechselt. Azmoun bleibt hoffentlich hinter Schick, der einzigen Spitze. Schick, genau. So würde ich zumindest die Leverkusener Elf derzeit sehen. Genau, auf jeden Fall Bomben-Top-Spiel, wie ich finde. Ich freue mich tierisch darauf. Genau, habe das noch gar nicht gesagt, aber es wird zu ausgewählten Spielen auch Nachbesprechungen geben mit Notentipps, dass ihr euch so ein bisschen darauf einstellen könnt. Hoffentlich wie der Kicker oder die anderen Notengeber die Spieler bewerten werden. Aber das nur als kleiner Teaser an der Stelle. So, machen wir weiter mit den Sonntagsspielen. Schauen wir uns die Stuttgarter an. Ich sehe da nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, was anders aufzustellen. Ehrlich gesagt, Florian Müller im Tor gesetzt. Anton Mafropanos, Ito, meiner Meinung nach auch die drei gesetzt. Sosa, das wird nichts mehr, glaube ich. Falls du den noch in deinem Kader hast, ich würde den rausschmeißen. Genau, dann so das Mittelfeld. Endo, klar, auf jeden Fall gesetzt. Der Fixpunkt eigentlich. Ahamada natürlich für 0,5 Millionen. Geil. Ich freue mich, dass es den zweiten Scully wieder gibt. Chris Führig finde ich auch unglaublich spannend als Spieler. Genau. Wagnumann, bitte verrate mir, ob man den so ausspricht. Und Silas tippe ich mal als die Flügelspieler. Thiago Tomasz und Kalajdzic die Sturmspitze. Es sei denn, aus irgendeinem Grund spielt Kalajdzic nicht. Ich frage mich so bei Dortmund im Gespräch, Thuram unter anderem, meiner Meinung nach, und Modest. Ich habe von Kalajdzic, glaube ich, noch gar nichts offiziell gehört. Wäre ja, vielleicht auch eine Idee. 3,4 Millionen. Genau, sollte Kalajdzic nicht spielen, könnte ich mir vorstellen, dass Silas vorne reingeht und Schulinov die Linksaußenbahn bespielen wird. So. Genau, wahnsinnig viele Änderungsmöglichkeiten sehe ich eigentlich gar nicht im Team der Stuttgarter. Das sieht schon mal ganz anders aus bei Rasenballsport Leipzig. So, da sind meine Freunde aus Leipzig. Ja, krass spannend, auch was noch hier mit Timo Werner zum Beispiel angeblich in der Pipeline ist, Raum, der dazugekommen ist. Genau, gehen wir mal Step by Step mal durch. Klar, Gulaschi im Tor gesetzt. Ich tippe mal, Simakar ist wieder hinten drin, Orban auch, Halstenberg auf links, solange Guardiol, ich glaube, er ist wieder fit. Ist auch im Kader wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass er von Anfang an spielen wird. Das sind für mich die drei Abwehrspieler auf jeden Fall. Genau, die Doppel-Sechs hinten mit Kampel und Leimer. Ja, ich denke mal, Schlager wird Herausforderer sein und bleiben erstmal. Genau, David Raum könnte, ich meine, er hat zweimal Punkte, glaube ich, im letzten Jahr geholt. Ich könnte mir vorstellen, dass er in Leipzig nochmal eine Schippe drauflegt, tatsächlich. Dürfte das sehr, sehr offensiv interpretieren dürfen. Könnten einige Assists dazukommen. Genau, das ist auf jeden Fall spannend. Auf der gegenüberliegenden Seite ist Benny Henrichs wahnsinnig spannend mit 2,3 Millionen. Klar, ich weiß nicht, was gegebenenfalls auf Leipziger Seite dann noch eingekauft wird, aber wenn der wirklich bleiben würde und wirklich Pendant und Gegenstück zu Raum sein dürfte, wäre für 2,3 Millionen schon wahnsinnig günstig. Mir gefällt er auch irgendwie von der Körpersprache. Ich finde ihn ganz gut. Nachteil könnte vielleicht sein, dass wenn mit Raum die linke Seite so unfassbar stark ist, dass notentechnisch die rechte Seite dann einfach immer schlechter wegkommt. Ja, muss man gucken. So, Sturm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass es da noch so ein paar Verschiebungen gibt. Silva hat mir tatsächlich ganz gut gefallen nach der Einwechslung. Olmo genauso. Ich könnte mir vorstellen, dass beide von Anfang an kommen. Dann wird Silva, ja, wahrscheinlich mehr oder weniger für Forsberg die Sturmspitze machen, neben Nkunku, mit Nkunku. Olmo wird hinter den Spitzen meiner Meinung nach spielen, so ein bisschen für Szoboszlai. Ja, die genannten Spieler sind dann auch so die ersten Einwechselspieler. Ich rechne damit, dass das so gespielt wird. Man weiß natürlich nicht. Ich finde, Nkunku käme das auch absolut zugute. Die zweite Halbzeit im Supercup war deutlich besser als die erste Hälfte im Supercup. Genau, das wäre so für mich ja, die Aufstellung von Rasenballsport Leipzig. So, machen wir weiter mit dem letzten Spiel, Sonntagabendspiel Calais gegen Schalke. So, der erste Auftritt der Schalker. Und hier haben wir die Kölner. Kölner 11.
Nichts wahnsinnig Spannendes. Hector kommt auf jeden Fall wieder zurück, bin ich mir ziemlich sicher. Chabot wird wahrscheinlich noch die Nase vor Kilian haben. Hübers gesetzt, Schmitz gesetzt. Ja, dann ist so ein bisschen taktische Frage mit Skiri, mit Ljubicic, alleiniger Sechser oder Doppelsechs. Ich würde erstmal, wenn ich Trainer wäre, auf eine stabile Kölner Elf setzen und würde eine Doppel-Sechs spielen lassen und dafür dann mit Kainz und Thielmann über die Außen kommen, Uth hinter der Spitze und Modest als alleinige Spitze. Dafür würde ich Adamyan opfern, so ein bisschen. Man kann das andere aber auch so ein bisschen anders aufschreiben, indem Adamyan reinkommt für Thielmann im Grunde genommen, mit in die Sturmspitze geht, Ljubicic ein bisschen nach vorne gezogen wird, Skiri den alleinigen defensiven Mittelfeldspieler spielt. Ja, Magut absolut gesetzt, Kainz auch auf jeden Fall noch gesetzt. Bin ich sehr gespannt auf Meiner tatsächlich an der Stelle, der hat schon richtig, richtig Wind reingebracht. Ich tippe aber auf jeden Fall, dass Kainz auf jeden Fall noch die Nase vorne haben wird. Ich weiß nicht, ob Meiner vielleicht auch für Thielmann kommen könnte, an die gegenüberliegende Seite, um da so ein bisschen mehr Wind zu machen. Kann ich schwer einschätzen, wissen vielleicht Kölner besser, wenn das so wäre, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann machen wir mit dem letzten Team weiter. Schalke 04. Ja, genau. Was gibt es zu Schalke zu sagen? Verteidigung würde ich sagen, steht erstmal so. Uwe Jan, Kaminski, Yoshida, Brunner, Schwolo im Tor. Ich drücke dir die Daumen. Wirklich, Gott, hast du mir leid getan im letzten Jahr bei der Hertha. Wirklich. Völlig verunsichert. So stark bei Freiburg. Ich finde es immer so traurig, wenn Spieler gehen und in anderen Vereinen nicht glücklich werden. Also Schwolo, ich drücke dir alle Daumen. Die Viererabwehr, genau, steht. Defensives Mittelfeld ist spannend, finde ich. So, ja, Latza, Kral, Kraus. Ich nehme jetzt mal Kral und Kraus rein. Links Mohr, rechts Salazar. Doppelsturm, Polter, Terode. Who knows? Könnte auch, finde ich, ganz gut sein. Also Terode ist eventuell angeschlagen. Weiß nicht, ob der spielen kann. Man könnte auch einen der Stürmer rausnehmen und dafür dann Drexler hinter die Spitzen stellen oder so ein bisschen beweglich da vorne mit reinholen. Genau. Ja, kann ich nicht genau vorhersagen. So würde ich derzeit rechnen ich mit der Aufstellung. Gerne, wenn es Veränderungen gibt, wenn ihr was mitbekommt, wenn ihr der Meinung seid, ziemlich sicher, dass was anderes ist, schreibt es mir bitte immer in die Kommentare. So, das war auf jeden Fall die letzte Partie, Köln gegen Schalke. Wenn die Partie gelaufen ist, ist der erste Spieltag hinter uns, dann geht es darum, Noten für die Spieler, ja, für unsere Managerspieler zu definieren. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie der erste Spieltag läuft. Der ist immer so der Wichtigste, wie man in die Saison, finde ich, kommt mit seinem Manager-Team. Genau. So, ich freue mich über Feedback, Rückmeldung von euch und wünsche eine gute Zeit noch bis Anpfiff Freitagabend. Ich bin mir sicher, die meisten von euch werden am Freitag um 20:30 Uhr vor dem Bildschirm sitzen. Und Bayern gegen Frankfurt angucken, beziehungsweise Frankfurt gegen Bayern. So, kurz was noch an Videos kommt. Ich würde gerne noch eine Saisonprognose raushauen. So, wer wird Meister, wer kommt in die Euroleague, wer steigt ab, welcher Trainer geht als erstes. Mal gucken, ob ich das noch hinbekomme. Und ich starte noch ein kleines Tippspiel, genau, wo gerne du mitmachen kannst, werde ich bei Kicktipp eine Liga einrichten, können mindestens 300 Leute mit teilnehmen, werde dann immer vor den Spieltagen auch meine Ergebnisse raushauen, was ich denke, wie die Spiele ausgehen werden, könnt ihr für eure Tippspiele nutzen, könnt ihr aber auch für Bet & Win und was es auch alles für Wettanbieter gibt, auch nutzen, genau, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und wird auch auf jeden Fall noch ein Update zu meinem Kader geben, aber das wahrscheinlich erst sobald die Aufstellung Frankfurt-Bayern draußen ist, dann werde ich nochmal basteln, alles nochmal über den Haufen schmeißen und dann hochladen. Es wird wahrscheinlich nach 20:30 Uhr online sein, aber dann bitte unter dem Video eure Kader reinsetzen und ja, mit den Erklärungen, warum ihr was wie gewählt habt. So, in dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video und alle gemeinsam 20:30 Uhr morgen Abend auf der Couch vor dem Fernseher.